Dazu gekommen bin ich eigentlich ja mehr oder weniger per Autostopp. Ich habe mir den älteren Herr mitgenommen nach Bruneck. Und während der Autofahrt hat er mir erzählt, dass er kurz davor auf der großen Zinne war. Und das Erlebnis, wie er mir das eben erzählt hat, das hat mich schon so fasziniert, dass ich mir denke, dann schaust du immer mit denen, musst du mal anfangen. Nachdem, dass ich die ersten Klettertouren gemacht habe, habe ich eigentlich schon gleich verstanden, das war einfach mein Weg, was ich da weiterhin gehen möchte. Wichtig ist einfach, dass ich irgendwo unterwegs sein darf in die Berge, und das ist eigentlich das, was mich auch glücklich und zufrieden macht. Ich bin auf einem kleinen Bergbauerndorf aufgewachsen. Wir haben uns gekannt austoben, wir haben die Natur gekannt, selber entdecken, haben auch die Erfahrungen gedurft machen, dass es auch weh tut, wenn man von einem Baum runterfliegt oder von einem Stein. Und dementsprechend haben wir einfach auch eine unwahrscheinlich krasse Spielwiese gehabt, was uns die Natur geboten hat. Und natürlich auch allem wieder ein großer Schutzengel, dass nicht allzu viel passiert ist. Was ich meinen Eltern sehr hart unrecht tue, dass sie mir nie gemacht haben, der gewisse Druck, den was man heutzutage oft spürt. Und das Vertrauen in sein Kind zu setzen, dass das Kind ihren eigenen Weg gehen wird, das rechne ich ihnen ganz stark an. Das Zweite, was ich Ihnen auch ganz hart anrechnen tue, dass wir ja nicht verwöhnt worden sein. Und das hat uns Kinder, glaube ich, schon auch eine gewisse Möglichkeit gegeben, eine Wertschätzung zu lernen. Und ich glaube, es ist auch das, was ich möchte, meine Kinder weitergeben. Wertschätzung für kleine Sachen und Wertschätzung an Geschenke, die was du von der Natur kriegst, die was du wirklich von Erlebnissen kriegst. Und die, was eigentlich die Schätze sein, die, was unbezahlbar sein.